Aber nur den Teil. Nur den Teil. Also ab jetzt quasi. Ab jetzt. Bitte schneiden, bitte schneiden. Wir fangen vorne an. Naja, es sind gerade zwei Events, die so, naja, so Jahrestage, naja, nicht Jahrestage, aha, sondern so bestimmte Tage und Wochen werden ja manchmal ausgerufen, um irgendwas zu feiern oder zu zelebrieren, zu tun. Und so gibt es gerade jetzt, während wir aufnehmen, also die ist schon rum, wenn das Ding rauskommt. Oh, die Polaroid. Sollte das jetzt ein Seitenhieb sein oder liegt es einfach nur daran, dass sie in einer Stunde aufhört? Nee, das liegt daran, dass ich zu doof gewesen bin, das letztes Mal schon zu bringen. Ah, okay. Aber macht nichts, weil die kommen wieder. Das sind ja jetzt so jährliche Sachen. Also die Polaroid Week zum Beispiel. Die feiert das Polaroid und also sprich den Instant-Film. Und das Ding ist mir jetzt erst wirklich bewusst geworden, obwohl ich mich ja schon länger mit dem Thema beschäftige. Das gibt es seit 2006. Das fing also damals an mit Roid Week 06. Und das Ganze hat sich damals so im Flickr quasi entwickelt, als eigene Flickr-Gruppe. Also die Roid Week ist eine, hat angefangen damals mit 84 Leuten, die haben 184 Fotos da gepostet und dann diskutiert man und zeigt sich gegenseitig. 184 ist aber Zufall, die Zahl, oder bedeutet das irgendwas? Nö, das hat gar nichts zu sagen. Das ist einfach nur, das ist, ich habe das deshalb gesagt, weil das mittlerweile, also seither jedes Jahr eine neue Flickr-Gruppe dafür. Jetzt sind sie mittlerweile bei 338 Leuten angekommen und haben 1000 Bilder. Ja. Bis jetzt für die Polaroid Week 2021. Die geht noch bis zum 24. April. Wir nehmen am 22. auf. Da wird also noch einiges zusammenkommen. Ja, und das sind Leute, die das Medium Polaroid, speziell Polaroid, nicht Sofortbild, sondern Polaroid, mögen, lieben, feiern, benutzen. Was ist der Unterschied zwischen Polaroid und Sofortbild in diesem Sinne jetzt an der Stelle? Ja, Sofortbild ist der Gattungsbegriff und Polaroid ist eine Ausformung davon. Also Polaroid ist das erste Instant, das erste Sofortbildformat, was es wirklich gab. Das hat damals Herr Edwin Land erfunden. Das hat mich in meiner Jugend hat mich das fertig gemacht. Ich habe mir gedacht, warum ist das eine Landkamera? Warum heißt die Landkamera? Genau. Das ist von der Geschichte her ganz interessant. Also der Land, der war Wissenschaftler, Erfinder, Polaroid heißt das deshalb, weil seine Firma ursprünglich polarisierende Folien erfunden und entwickelt hat, also um Licht zu polarisieren. Ja. Das ist das, was heute in jedem LCD-Bildschirm drin ist. Ne? Mhm. Das sind polarisierende Folien drin. Und der hat das quasi entwickelt. Die Firma gab es schon irgendwie seit Anfang der 1930er. Und die Legende sagt, dass er 1944 seine Tochter fotografiert hat und die dann gefragt hat, warum sie das Bild nicht sofort sehen kann. Ja. Und der Mann war ein besessener Erfinder. Und der hat dann, so wird es die Legende, eine Stunde später sich schon quasi natürlich die Grundzüge der SX-70 ausgedacht. Wer die nicht kennt. Warum nicht? Wenn der sowieso schon mit Foto zu tun hatte und so, das ist ja eigentlich vergleichsweise naheliegend. Irgendwie schon. Da dann hinzukommen, ne? Obwohl sieht von hinten, im Nachhinein sieht immer alles vergleichsweise naheliegend aus. Natürlich, deshalb sage ich auch Legende. Die SX-70, die kennen viele, das ist diese faltbare Polaroid aus den 70ern. Träumchen. Oder nee, nicht aus den 70ern. Ja, nee, doch, ich glaube, die kam, weiß nicht genau, wann die kam. Auf jeden Fall hat er irgendwie 3 Jahre dran rumgebastelt, hat dann 1947 seine erste Demo von dem Ding gehabt und 1948 kam die raus und war die Landcamera. Also die erste kommerzielle Sofortbildkamera. Ja, so eine hätte ich ja immer noch gerne, die SX-70. Ich finde dieses ganze, diese Faltmechanik und so, ich finde, das ist eine wirklich sehr, sehr einzigartige Ästhetik hat dieses Ding. Mit ihrer goldbraunen Belederung. Ja. Und ich hab eine. Das ist schon. Echt? Ach, schön. Die sind halt fürchterlich teuer dann irgendwann geworden. Geworden. Ja. Naja, der Mann war so. Aber das heißt, ich darf bei dieser Polaroid Week ausschließlich Sofortbilder einreichen, die ich mit einer Polaroid-Kamera gemacht habe. So verstehe ich das, ja. Okay. Und gibt es überhaupt andere? Ja, Fuji. Na, es gibt die Instax von Fuji, gibt diverse digital basierende Sofortbild, die so Kameras mit Drucker eingebaut quasi. Aber Instax, also Polaroid waren die ersten und Instax ist dann quasi nachher gekommen und funktioniert prinzipiell ähnlich. Dann hat ja irgendwann Polaroid war dann irgendwann bankrott
Und dann hat ja The Impossible Project quasi die letzte Fabrik von Polaroid übernommen in Holland. Und die haben das dann quasi wieder aufleben lassen, mussten neue Chemie entwickeln, weil da Sachen drin waren, die in Europa nicht mehr zulässig waren. Und jetzt mittlerweile ist es wieder Polaroid. Also die Marke Polaroid, der Halter der Marke, hat quasi Impossible Project übernommen und jetzt läuft das wieder unter Polaroid, du kriegst die. Haben sie nicht auch eine SX70 neu aufgelegt? Oder nicht so? Die faltbare, aber es gab eine neue Instant Camera von denen, frag mich jetzt nicht, ich habe mit den ganz aktuellen bin ich überhaupt nicht mehr, weiß ich nicht genau, aber ja, also der Land, der war so, man sagt so ein bisschen so der Steve Jobs seiner Zeit, wobei er eher Wissenschaftler und Entwickler war, aber eben auch ein Salesman. Wirklich besessen, also man erzählt sich, dass er da irgendwie, wenn er mal eine Idee hatte, die dann auch wirklich am Stück durchgeschuftet hat, bis die gelöst war. Also man redet davon, dass er dann schon mal irgendwie 10 Tage oder länger einfach durchgearbeitet hat, ohne seine Klamotten zu wechseln, und man musste ihn immer das Essen bringen und ihn schubsen, dass er auch isst. Hier ist ein Zitat von der Wikipedia-Seite: He had a team of assistants. And as one team wore out, the next team was brought in to continue the work. Also er hat quasi Assistenten verschlissen. Und wenn Sie bei mir anfangen wollen, bringen Sie sofort Ihren Nachfolger mit. So ungefähr. Also das war tatsächlich wohl ein bisschen ein Maniac, wenn er mal gearbeitet hat und an irgendwas geknabbert hat. Ja, aber er hat halt damit Geschichte geschrieben. Ne? Das Instant, und das hat ja heute noch seinen Charme. Ne? Du hast ein Instant-Foto, ist halt einzigartig. Das ist ein Einzelstück. Mhm. Und das ist natürlich cool. Sag mal so, diese Videosache, die du da machst, verbraucht ziemlich viel Ressourcen. Bei mir ist gerade der Lüfter angesprungen. Braucht sie Ressourcen? Mach mal das Fenster kleiner. Mach mal das Fenster kleiner? Mach mal das Browser da kleiner. Mach das Fenster kleiner, okay. Ja. Oh, immer. Wie, und wenn ich das Fenster kleiner mache, dann verbraucht es nicht mehr so viel Strom? Dann holt er sich eine kleinere Auflösung von mir. Ach echt? Ach guck, bin ich mal gespannt. Müsste. Ja, gucken. Mal gucken. Ansonsten rauscht es jetzt halt im Podcast. Das ist das Meer, an das ihr nicht fahren könnt. Du kannst es auch ausmachen und dann erkläre ich dir halt, was man da sieht. Weil ich habe hier einfach ein paar Polaroid-Bilder offen. Ja. Aber der Link dazu ist natürlich in den Shownotes und alle können sich's angucken. Und dieses Instant-Zeug hat sich halt mittlerweile wirklich so, es ist nicht nur Kult, da haben sich ganze Communities drum gebildet, wie eben jetzt diese Polaroid Week. Und Ist interessant, wie sich es geschichtlich einfach auch bewegt hat. Also das Polaroid war nämlich nicht nur einfach irgendwie so ein ich knipse und habe ein Sofortbild, sondern das wurde eingesetzt als Werkzeug in Studios zum Beispiel. Ne? So der Klassiker, du hast da eine wichtige Studioaufnahme und du kannst ja das Filmnegativ, was du belichtest, kannst ja nicht sehen, ob es gut geworden ist. Das heißt, die haben ganz oft einfach hinten von der Kamera das Rückteil weggemacht mit dem Film, haben da Polaroid dran geflanscht, haben mit dem Polaroid ein Testbild gemacht, geguckt, ob die Komposition stimmt, ob die Belichtung stimmt und so weiter. Und haben dann, wenn das alles richtig war, dann das richtige Bild gemacht. Mhm. Billiger und schneller, ne? Ja. Halt, ne? Ja. Und Polaroid war auch in anderen Bereichen ganz interessant. Und zwar in Bereichen, wo Menschen das nicht selber entwickeln konnten, aber auch nicht wollten, dass andere Augen das sehen. Da reden wir von etwas riskanterer Fotografie, von Pornografie und so weiter. Da hatte Polaroid auch sehr viele Fans, weil du musstest dann nicht irgendwie Angst haben, dass der Mitarbeiter in der Firma, im Labor das dann quasi irgendwie überall rumzeigt oder so. Ja, oder die Bullen ruft, je nachdem, was du da veranstaltet hast, ne? Aber Pornografie war ja schon immer gut für Innovation. Ist ja im Internet nicht anders. Ne? Ich glaube, in diesem Fall war es eher, dass die Innovation dann dort gelandet ist. Ich glaube nicht, dass die Entwicklung von Polaroid durch die Pornografie getrieben war. Na, wer weiß, ob die nicht vielleicht dafür verantwortlich war, das Ding überhaupt im Markt zu halten oder in den Markt richtig zu spülen. Weil das war ja nie billig, Polaroid. Nee, billig war das nie. Also, das war ja immer ein sehr, sehr teurer Spaß, ja. Aber es hat die, naja, da haben wir schon mal drüber geredet, teurer Spaß heißt aber natürlich auch, dass jedes Bild dadurch einfach wertvoller wird, ja, weil du mehr Sorgfalt reinwirfst, weil du genau weißt, wenn du heute ein Polaroid schießt, dann bist du halt 1-2 Euro los. Mhm. Und
Ja. Das musst du aber auch erstmal begriffen haben. Ich kann mich daran erinnern, dann in meiner Jugend irgendwann, also als ich mit dem Fotografieren dann schon mal so angefangen hatte, dann so Ende der 80er muss das gewesen sein. Damals hatte ich mir dann auch irgendwann eine Polaroid mal gekauft und die halt benutzt wie so eine Schnappschusskamera. Ja. Und das geht halt nicht. Weil das führt dann halt dazu, du machst das dann halt und stellst jedes Mal fest, ah, ist doch nicht so ein geiles Foto, ist doch nicht so ein geiles Foto. Hast dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Mark verfotografiert, hast wie 30 Bilder oder 40. Und dann sagst du halt auch, nee, das lohnt sich alles nicht. Und dann ist das Ding tatsächlich in der Ecke gelandet. Habe ich dir hier schon mal erzählt, die Polaroid-Geschichte von meinem Freund? Also ein Freund von mir, der hat das mal tatsächlich so machen können, das Zeug wirklich so benutzen, wie heute das Smartphone benutzt wird zum Fotografieren. Uah, und zwar war der hat studiert, ja. Ich glaube in Hamburg hat er studiert und hat dort gejobbt bei so einer Werbeagentur, die damals für Sega in den Fußgängerzonen Werbung gemacht haben. Mhm. Und da war er und ein Kumpel, die haben dann zusammen diesen Job gehabt und haben einen VW-Bus bekommen. Hinten einen Kofferraum voll mit Polaroid-Filmen. Und dann haben die sich abwechselnd immer so ein Sonic the Hedgehog-Kostüm angezogen. Geil. Einer davon. Mit den Passanten fotografiert. Und hat dann mit Kids Fotos gemacht und denen die geschenkt. Also Kid mit Sonic the Hedgehogs Polaroid-Bild in Hand. Und dafür haben die halt hinten wirklich kartonweise Polaroid-Filme gehabt und die haben die natürlich in der Fußgängerzone nie alle verbraucht. Ja. Also hat er irgendwie so ein, was weiß ich, so 50 Schachteln Polaroid-Filme mit jeweils 10 Bildern irgendwie zu Hause rumliegen gehabt und hat die halt dann tatsächlich so inflationär verknipst, wie man es heute eben tut. Geil. Mit hier ein Preisschild und dort irgendwie eine Kackwurst und dort irgendwie das ungespülte Geschirr im. Das war so ein früher Geschmack von der fotografischen Freiheit, die man heute hat. Hat er die Fotos noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß es nicht. Aber es war wirklich ein Abziehbild von dem, was man heute mit seiner Kamera so tut. Hm. Oder mit seinem Smartphone so tut. War cool. War ein echt befreiendes Gefühl. Ja, glaube ich. Und das irgendwie in den späten 80ern, frühen 90ern. Hm. Ja. Als die Welt noch in Ordnung war, da wusste man noch, der Feind steht hinterm eisernen Vorhang. So. Genau. Das ist, ja. Je älter ich werde, desto öfter denke ich darüber nach. Eigentlich war da war eine echt klare Ordnung und man wusste, wo man hingehörte und was man machen wollte und so. Ich hatte auch was. Ich kann schon verstehen, dass Leute im Alter irgendwie ein bisschen sentimental werden. Alter Mann. Wenn es so weitergeht, werde ich irgendwann rechtsextrem. Nein, das wirst du nicht. Und was ich auch noch interessant finde, ist, wer dann tatsächlich da so auch mitgemacht hat. Also so bekannte Namen, die dann auch Polaroid verwendet haben. Nicht nur als Werkzeug, sondern eben auch um die Kunst damit zu machen. Ja. Andy Warhol zum Beispiel, ganz bekannt. Mhm. Der hat sehr viel Polaroid gemacht. Keith Haring zum Beispiel. Die ganzen Pop-Artists. Viel, ne? Polaroid gemacht, aber auch so traditionelle Fotografen, so Walker Evans zum Beispiel. Ansel Adams. Ach, der hat auch Polaroid fotografiert und da auch wirklich tolles Zeug gemacht. Und was ich jetzt noch rausgefunden habe, das muss ich mir noch organisieren, es gibt ein Bildband mit Polaroid-Fotos von Tarkovsky. Der sagt mir nichts. Tarkovsky ist ein exilrussischer Regisseur, der so ein paar sehr ikonische Filme wie zum Beispiel Stalker gemacht hat. Oder okay, ich fand Stalker einen ganz, ganz oder furchtbaren Opfer. Film. Ja, haben wir schon mal drüber geredet. Genau. Es ist ja einer meiner Highlights, Stalker. Das ist ich habe das Buch mehrfach gelesen und toll gefunden, aber die Geschichte, auf der das basiert, Picknick am Wegesrand von den Strugatzkis. Ja. Die Geschichte habe ich mehrfach gelesen und finde die nach wie vor toll, aber der Film hat mich überhaupt nicht. Ja, naja. Tja, so ist es halt. So viel zum Thema Polaroid. Also es ist Polaroid Week und ihr könnt zumindest im Nachklapp einfach mal auf Flickr zum Beispiel gehen. Da ist hier Polaroid Week als Hashtag. Da findet man dann sehr viele schöne Sachen auf Flickr eben auch. Wie bekomme ich mir, also ich habe eine Polaroid, habe ich nicht, ich habe nur eine Instax, ich habe eine Polaroid und eine SX-70 und fühle mich toll damit und habe einen Film und so. Wie bekomme ich eigentlich mit, dass Polaroid Week ist auf Flickr? Indem du dann die Polaroid Week Gruppe fürs nächste Jahr findest. Also
Ich glaube, da musst du schon selber Interesse dran haben und ein bisschen hinterher sein. Aber es gibt da eben diese Polaroid-Gruppen, die heißt dann immer aktuell Flickr Roid Week 2019, okay. Roid Week 2018. Das ist so ein bisschen eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja, aber es gibt ja auch tatsächlich einen Hashtag. Kann man eigentlich Hashtags folgen auf Flickr? Polaroid. Also du kannst eine Suche anlegen, kannst du zumindest. Okay. Immerhin. Ja. Na gut. Schick. Das ist Polaroid. Oh, vielleicht kaufe ich mir doch noch eine SX70, wenn ich irgendwie zu Geld komme. Zweites Ding, was jetzt auch gerade aktuell läuft, beziehungsweise am 25. April, also auch in ein paar Tagen, auch jedes Jahr sich wiederholt, ist der Worldwide Pinhole Day. Ach. Auch das ist so eine jährliche Veranstaltung, der Worldwide Pinhole Photography Day mit einer unsäglich gruseligen Website. Sieht ein bisschen, ja, aber ich meine, immerhin, ja, nichts blinkt und keine Laufschrift. Dafür hast du die irgendwie in gefühlt 30 verschiedenen Sprachen. Und das ist halt so ein Freiwilligenprojekt. Ja. Ich glaube, dafür dient niemand was dran. Und da geht es letztendlich drum, naja, so diese ursprünglichste Form der Fotografie zu feiern und zu zelebrieren. Also du kannst ja aus einer Bierdose oder Zigarrenkiste, eine Pappschachtel, kannst du eine Kamera bauen, die keine Linse braucht, sondern da machst du halt ein Stück Alufolie vorne rein, piekst mit der Nadel ein Loch rein und schon hast du eine Lochkamera. Und das ist so faszinierend, ich finde es so faszinierend, wirklich. Ich finde, es ist so, also ja. Nicht faszinierend, es hat was so Romantisches irgendwie. Es hat es, ja, es hat was und es ist eine, naja, ich sag mal, eine, das ist eine einfache Sache, eine einfache Art und Weise, sich da mit dem Thema mal so ein bisschen vertraut zu machen, mit dem Thema Fotografie. Vielleicht, also ich habe so den Klassiker, was ich mal gemacht habe, so ein Sonntagnachmittagsprojekt, eine kleine Lochkamera aus einer Streichholzschachtel zu machen. Mhm, ich weiß, da beneide ich dich immer noch drum. Nein, ich wünsche mir immer noch einfach so die Muße und die Zeit und das Nerdtum zu haben, das auch mal zu machen. Wir machen das mal zusammen. Wenn wir geimpft sind, ja, dann machen wir das mal zusammen. Im Sommer fliege ich beim Radio raus, dann habe ich Zeit, dann können wir das zusammen machen. Genau. Ja, zack. Nee, dann ja, hast du einen 35mm Film drin und dann machst du einfach eine Reihe Bilder, wirfst den Entwickler und dann hast du Fotos. Und ich meine, die haben natürlich total ihren Charme, diese Bilder. Du hast halt, warte mal, ich mache hier mal parallel noch so ein paar Fotos auf. Siehst du aber, die Seite ist so gruselig, du findest gar nichts. Also ich würde Exhibition, da sind so ein paar Fotos, die sind jetzt, also das ist sehr 1-0-ig, Web 05 würde ich sagen. Ja, aber es ist halt Netscape optimiert, ne? Wahrscheinlich, vermute ich. Ja, also ich meine, das so Pinhole-Bilder, die haben halt ihren Charme in Form von, wie sie die Schärfe behandeln oder die Unschärfe, wie sie von vorne bis hinten identisch scharf sind. Da hast du ja relativ, hier zum Beispiel ist ein Bild, was ich mal gemacht habe, da siehst du halt im Hintergrund einen Baum, der scharf ist und im Vordergrund das Gras, was genauso scharf ist wie der Baum hinten, wobei das eine Riesenspanne ist, das kriegst du mit einer Linse so überhaupt nicht hin. Wie lange hast du das belichtet, dieses Bild mit dem Baum? 5 Sekunden, 10 vielleicht. Okay. Also die Vorgehensweise ist relativ einfach. Du kannst Pinhole natürlich auch mit digital fotografieren. Es gibt so Pinhole-Deckel für deine digitale Kamera. Also habe ich sogar irgendwo rumfliegen, so ein Ding. Ja. Genau, aber es ist natürlich der Reiz liegt in den großen Formaten. Also das hier ist jetzt ein 4x5 Zoll Großformat. Mhm. Und da kannst du dann, ja, gefühlt halt auch eine oder auch sichtbar eine Schärfe hinkriegen, die du mit den kleinen Formaten schlecht hinkriegst. Ja. Und die weiten Winkel sind es halt auch. Du kriegst damit halt beliebig weiten Winkel hin quasi, weil die Brennweite von dieser Lochkamera ist so groß wie der Abstand zwischen Loch und Film. Du bestimmst also quasi durch den Veränderungsabstand bestimmst du die Brennweite. Das heißt, wenn du einen Weitwinkel willst, was weiß ich, wenn du 20 mm fotografieren willst, dann machst du halt den Abstand 2 cm und dann hast du einen super Weitwinkel. Wird dann zu den Ecken hin dunkler, ja, aber
Es ist halt, es lädt zum Spielen ein und man versteht hinterher vielleicht auch ein bisschen besser die Fotografie. Ja. Da fällt mir ein, es gab doch auch mal diese Sache, da hatten wir auch drüber geredet, vor Jahren mal so Filmdöschen irgendwo zu verstecken, als Dauer-Pinhole-Ding. Solargraphie ist auch Pinhole im Prinzip. Solargraphie war das, genau, das war das Wort, genau. Wo du in eine Filmdose oder auch eine Bierdose ein Stück Fotopapier reintust, also genau. Ein Positivpapier, was dann über Monate von der Sonne quasi belichtet wird. Dann siehst du so diese Bahnen der Sonne, die sich da irgendwie übers Jahr halt verändern. War schon auch ganz cool. Kommen wir zu was Digitalem. Was Digitales? Ich habe Mail bekommen von Philipp. Ja. Und er schrieb, lieber Chris, erstmal vielen Dank für die lehrreichen Vrint-Fotografie-Folgen. In Vrint 1210 habt ihr über Computational Photography geredet. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte dich und Holgi auf ein Projekt aufmerksam machen. Ein neuronales Netzwerk, das Fotos anonymisiert, indem es alle Gesichter in einem Bild durch künstlich generierte ersetzt. Na, wie geil ist das denn? So, gucken wir uns das mal an. Also ja. Hier, das Ding nennt sich Deep Privacy. Ist auf GitHub. Machen wir einen Link in die Shownotes natürlich. Ja, ja. Kann ich das bitte auf dem Handy haben? Ja, also ich glaube, es ist noch nicht wirklich in Produkten, aber es wäre natürlich interessant für Street Photography, wenn man sagen könnte, ich will alle außer, was weiß ich, dem Hauptdarsteller irgendwie oder auf Konzerten oder stell dir vor, du bist beim Kongress und machst Fotos, die hinterher alle anonym sind. Wie erklärst du das den Leuten? Gar nicht. Genau. Das Ding. Bist du besser dran, mit irgendwem zu verhandeln, dass du ihn doch fotografieren darfst. Genau. Also, hier, pass mal auf, ich habe hier so eine KI, ne? Und die KI, geh mich weg mit Machine Learning. Genau. Nee, das basiert auf im Prinzip den Algorithmen, dem StyleGAN, das thispersondoesnotexist.com, das haben wir auch schon mal drüber geredet, wo quasi eine AI Bilder von Menschen erzeugt, die es nicht gibt. Ja. Also kannst du mit verschiedenen Parametern kannst du hier Menschen einstellen. So. Und das sind Fotos, die wirklich in der Regel sehr gut aussehen, sehr echt aussehen, aber halt diese Menschen gibt es nicht. Hast du nie ein Privacy-Problem, nie. Allerweltsgesichter. Super. Ja, aber wieso gibt es, also ja gut, die gibt es halt nicht. Die gibt's sehen nicht. Aber so aus, als würde es sie geben. Ja, das ist ja der Trick dran. Wobei, ist jetzt vielleicht auch, weil ich es weiß. Nee, der sieht gut aus. Ein bisschen, die sehen ein bisschen odd aus, finde ich. Aber das kann daran liegen, dass ich das jetzt weiß. Also, dass ich will, dass es so aussieht. Manchmal sehen sie odd aus. Die hier zum Beispiel. Ja, aber es gibt auch Leute, die sehen so odd aus. Das also, ich würde sagen, 80% von den Bildern, die da rauskommen, kannst du so verwenden. Und die kommen tatsächlich irgendwo, die gehen durch als echt. So, was hat derjenige oder diejenigen gemacht? Die haben eine Gesichtserkennung verbunden mit diesem StyleGAN-Algorithmus, der Menschen generiert, und erkennen im Bild alle Gesichter und ersetzen die dann durch ähnliche Gesichter. Und ich habe das dann mal getestet. Ich habe dann mal hier so einige meiner Fotos genommen. Ja. Ne, Fotos, die ich gemacht habe, die eher so, ich sag mal jetzt keine Schnappschüsse sind, sondern so wirklich auch Porträts und so weiter. Und hab das mal da drauf losgelassen. Und Welches ist echt? Oben ist immer echt und unten ist immer echt, nachgemacht. Okay. Siehst du, aber du hast schon fragen müssen, ne? Das war also schon nicht ganz klar. Ja. Und konntest du dir aussuchen? Also wir sehen gerade ein Bild, also ein Bild von einem Typen, der guckt aus dem Fenster. Im Originalfoto guckt er nach schräg links unten. Im Fake-Foto guckt er in die Kamera. Konntest du dir aussuchen, wo er hingucken soll? Nee, das kannst du nicht, aber das Ding, also das ist jetzt der eine Link zu dieser Galerie. Wenn jemand jetzt das nur hört, dann schaut euch das mal an. Das ist nämlich wirklich faszinierend. Also was das Ding macht, ist, es erkennt die Position. Es macht dann so ein Face-Swap quasi. Und zwar nur die Gesichter, der Rest wird nicht angerührt. Und erkennt das Licht. Also das Licht ist identisch quasi, dass also die Reflexion, Spiegelung und so weiter funktionieren. Erkennt die Hautfarbe und macht dann da in der Regel, ne, es klappt nicht immer, werden wir gleich sehen, aber in der Regel eben ein Gesicht, was passt in das Bild und was nicht auffällt als Fake in der Regel.
Und da gibt es also, wie gesagt, dann auch echt Beispiele, die, ja, hier sieht man es ein bisschen schlecht, weil es wenig Auflösung Kinder. Hat. Aber die zwei Kids sind ersetzt, der Typ, der da liegt, ist ersetzt. Er sieht ein bisschen komisch aus, wir kommen gleich noch ein bisschen zu was Größerem. Stimmt, der sieht aus, als hätte einer einen mit der Bratpfanne drauf. Ja. Das hier, da sieht man auch, dass das bei schwierigen Lichtverhältnissen auch ein bisschen schlecht ist. Da erkennt man schon, da ist was nicht ganz okay. Das sieht gefotoshoppt aus, ja. Ja, wie der Typ so unter seiner Kapuze aber mit der Mütze. Es sieht halt nicht immer gefotoshoppt aus. Das ist richtig. Ja? Wow. Das hier ist Das ist eine komplette Menschengruppe, die nicht so aussieht wie die. Krass. Bis auf die Person links, zweite von links hinten, weil da die Augen nicht drin sind. Ich vermute, der braucht Augen, dass das funktioniert. Ah, stimmt, den hat er. Ah ja. Oder wir brauchen Augen, damit es funktioniert. Oder so. Aber also zum Teil sind die Ergebnisse echt beeindruckend. Die Auflösung ist noch nicht ganz da. Ne? Das ist alles noch so Work in Progress, aber in dem Fall gehe ich davon aus, dass das relativ bald auch in vielleicht verschiedene Produkte Einzug nimmt. Ja, nach diesen Dingern mit den Fake-Videos aus der letzten Sendung glaube ich, dass das längst schon überall eingebaut ist und nur noch freigeschaltet werden muss. So ich meine, Nee, ist alles drin, gib mal Geld. Die Implikationen sind natürlich, für manche Formen der Fotografie sind natürlich der Hammer. Also, ja. Also manchmal kommen auch etwas ulkige Ergebnisse bei raus, aber in diesem Fall, was wir jetzt zeigen, ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja, es ist aber ein Schwarz-Weiß-Bild, hat erkannt, das ist Schwarz-Weiß, immerhin. Mhm. Und manchmal sehen sie auch tatsächlich ein bisschen fake aus. Also 100% ist es nicht, aber es geht schon echt in interessante Richtungen. Und dann kannst du natürlich, manche sind ganz schlimm, und dann kannst du natürlich sowas machen wie, lass mal den Trump verschwinden aus dem Politikerbild. Also hier ist ein Gruppenbild von so ein klassisches, was weiß ich, G20-Gruppenbild von den ganzen Leuten da. Und die sind halt alle komplett durchersetzt. Ja, und es würde keiner merken, ne? Noch nicht mal, wo man es merken würde. Also Merkel sieht aus wie Merkel, weil sie die gleiche Körperhaltung hat wie Merkel und die ist so einzigartig. Ja. Trump rausrechnen ist super. Geil, oder? Und man hat sich auch so sehr an dessen schlecht sitzende Anzüge gewöhnt, dass jedes andere Gesicht mit einem so schlecht sitzenden Anzug irgendwie falsch aussieht. Einstein. Ja, das ist ja noch so ein historisches Bild von so einer historischen Konferenz, wo die ganzen Einstein, Heisenberg und wie sie alle heißen, dann irgendwie da waren. Und auch das habe ich da mal spaßeshalber durchgelassen. Und dann ist halt, dann hast du halt. Ja, Heisenberg, wie erklärst du das? Genau. Super. So, Deep Privacy, also verlinken wir, das ist 100% nerd-kompatibel, das Ganze. Der Philipp war dann sogar so nett und hat mir da so ein Google Collab-Projekt freigeschaltet, damit ich mal mitspielen konnte. Weil das muss man sich dann irgendwie halt einrichten und compilen und was weiß ich. Also es ist noch ein bisschen aufwendig. Also nichts für Holgi. Nicht Klickibunti, sondern eher so ein bisschen Basti, Bastelbasti. Kannst du ein bisschen Terminal und so. Entschuldigung. Aber ich bin der Bastelbasti. Genau. Na gut. Lassen wir das Thema und kommen wir zum nächsten Bilderthema. Da ist jetzt auch noch das Video vielleicht interessant und zwar die Bilderschau. Nee, Moment. Dann machen wir erst die Bilderschau. Genau. Weil ich habe ja selber was fotografiert. Ach, du willst auch noch? Du willst hier noch mit den Ellenbogen auch noch in die Sendung rein? Genau, ich mach na gut. Breitfreundchen. Wenn es sein muss, hier ist dein Flicker. Genau, da ist mein Flicker, die vier Schwarz-Weiß-Fotos da oben. Oh, cool. Das ist natürlich, wie heißt die App? Ich vergesse immer, Argentum, ne? Ansel Adams. Natürlich, du schießt ja mit nichts anderem mehr. Ich schieße mittlerweile mit nichts anderem. Ich bin so begeistert von dieser Ästhetik. Und meine Eltern sind durchgeimpft. Ich bin ein bisschen die Haarspitzen voll Antikörper. Da habe ich gedacht, komm, ich fahre meine Eltern besuchen. Super, yay. Und habe meine Techniktüte zu Hause vergessen. Und musste halt hier arbeiten, wie du gerade merkst. Und brauchte dazu einen LAN-Kabelanschluss. Also, und habe meinen Adapter nicht dabei gehabt. Und versuch mal, also wenn kein Laden auf hat, außer das Einzige, wo du hin kannst, ist so ein Vollsortimenter, Real. Aber die haben sowas nicht. Ne? So. LAN-Kabel? Das ist LAN auf, also Ethernet auf USB-C. Ach so. Adapter. Dann habe ich gedacht, vielleicht Apple, habe dann geguckt, Click and Collect geht.
Und habe mir dann bei Apple so ein Ding gekauft und bin dann nach Köln gefahren zum Apple Store, die Click und Collect machen. Und dieser Apple Store ist im, unter anderem, in Köln gibt es zwei, im Einkaufszentrum, wie heißt das, Rhein Center in Weiden, am Stadtrand ist das. Und da läufst du dann durch ein, also das ist halt montags nachmittags, ja, da läufst du dann durch ein menschenleeres Einkaufszentrum. Das hier mag ich mit dem Pfeil. Der Pfeil ist geil, ne? Der so unmotiviert irgendwo hin zeigt. Ja. Und das ist halt super, eine super gruselige Atmosphäre, so wie im Zombie-Film. Da gibt es ein Foto dabei, New Arrivals heißt es. Das ist halt so ein Herrenausstatter, ich glaube Ansons oder so, wo einfach ein komplett leergeräumtes Schaufenster ist. Da hängt irgendwie ein T-Shirt, ein olles T-Shirt, eine olle Hose, ein oller Pulli und eine unmotivierte Puppe steht da rum und hat Klamotten an. Ja, hat halt irgendwelche Klamotten an, damit sie nicht nackt ist. Und das ist so voll gruselig und ich bin echt so rumgelaufen, oh geil, Knips, und hab's dann geschafft, 6 oder 7 Bilder zu machen. Und dann hat mich eine Security rausgeschmissen. Was? Meinte, was machen Sie denn hier? Sag ich, ja, ich zum Apple Store und hab, ja, wenn da waren, wenn Sie da schon waren, dann gehen Sie auch bitte raus wieder, weil das ist hier nicht. Wegen Covid oder wegen Fotos? Wegen Covid. Ach so, nicht wegen Fotos. Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, du hast es ja mit dem Smartphone gemacht, das interessiert keinen. Ja, wahrscheinlich. Aber da wäre ich ganz gerne noch ein Stündchen, wäre ich da gerne noch rummarodiert. Einfach leeres Einkaufszentrum. Das ist schon. Das hast du selten. Ja, das hast du selten. Also zumindest in Deutschland. Vor allen Dingen eins, das in Betrieb ist. Also es gibt ja in den USA sehr viele leere Shopping Malls, also Dead Malls. Ja. Da gibt es auch extrem Fotos, sehr, sehr viele Fotos, sehr viele Videos, wo die Leute da auch unterwegs sind. Aber das ist ja ein voll ausgestattetes, eigentlich schlummerndes. Halt wie sonntags, nur der es Unterschied ist, nicht, ist. Es ist nicht aufgegeben, es schläft nur. Es schläft nur und sonntags würden immerhin noch Preise bei der Cappuccino-Tafel stehen. Ah. Das fand ich auch so bezeichnend für die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Da gibt es ein Café, da wird halt auch Käffchen angepriesen an so einer, an so einer Tafel, also unsere Tageskarte sozusagen. Aber die Preise sind weg. Man gibt ja eh nichts zu kaufen. Hat so ein Silent Earth Feeling, oder? Ja, genau, Silent Earth. Der Film, ja. der hat ja damals mich sehr beeindruckt. Mich auch. Als ich ihn das erste Mal im Leben gesehen habe, habe ich den noch nicht mal ansatzweise verstanden gehabt. Und habe nur gedacht, wie cool, ey, keine alte Sau da. Ja, und der Wissenschaftler, ging es um ein Virus? Nee, das war ein Experiment, irgendein wissenschaftliches, irgendwas. Sie haben versucht, ein Magnetfeld oder ein Induktionsfeld um den Globus zu legen. Sowas, ja. Aus dem du an jeder beliebigen Stelle kostenlos Energie hättest entnehmen können. Und dabei sind dummerweise alle Menschen verschwunden, außer diejenigen, die im Moment des Einschaltens verstorben sind. Genau, so war das, richtig. Das ist auch eine total absurde, ja, australischer Film übrigens. Ja, der wird dann ganz tief am Schluss noch, wo der rausfindet, wieso er eigentlich jetzt noch da ist. Ja. Ja. Silent Earth. Dieses ikonische Bild am Strand mit dem Quiet Earth übrigens. Quiet, Entschuldigung. Siehst du, fällt mir auch gerade ein. Ah, damn it. Dieses ikonische Bild am Strand, wie dieser Planet aufgeht oder dieser Riesenmond aufgeht im Hintergrund. Und irgendwie so noch so komische wolkenartige Dinger darunter ragen. Und also, ja, wirklich geil. Quiet ja. Earth, natürlich. Wie konnte ich nur. Schön. Bilderschau. Jo, Bilderschau. Ihr habt wieder toll Bilder eingereicht und ich habe wieder 3 rausgesucht. Und für dich, Holgi, die diesmal sehr, sehr schwierige Aufgabe, den Zusammenhang dieser Bilder zu erkennen. Okay, das heißt, ich muss alle 3 gleichzeitig aufmachen. Nein, muss ich nicht. Nicht, muss ich nicht. Okay, ich fange mal an. Achso, ich muss sie ja gar nicht aufklicken. Du klickst kannst die ja auf. Gucken. Ich muss mich ja gar nicht, ich brauche mich hier ja gar nicht beteiligen. Lehn dich zurück. Genau. Lehn dich zurück. Das ist alles Kino für dich quasi. Das erste ist von ich Peter. Ich schreibe derweil Shownotes, dann muss ich das hinterher nicht machen. So. Genau. Das erste ist von Peter am Nebelmeer. Fand ich schön. Das ist ein, ich weiß nicht, ob es ein Luftbild ist oder von einem Turm runter oder von einem Schloss oder Burg oder was weiß ich, aber auf jeden Fall aus der Höhe auf eine Landschaft. Und das ist halt so ein zweigeteiltes Bild. Auf der einen Seite ist irgendwie die Sonne und auf der anderen Seite ist von links zieht so die Wolken rein, der Nebel rein oder zieht weg. Je nachdem. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und das hat halt einfach was. Ein bisschen schade, dass das ein Herbst- oder ein Winterwald ist, die Bäume schon sehr braun sind.
Ja, also du hättest. Ansonsten würde das, wenn das jetzt auch noch so eine knallige Frühlings-Sommerfarben hätte, wäre das noch geiler. Das hätte man natürlich jetzt auch irgendwie. Ja, vielleicht, also es gibt natürlich immer noch irgendwas, was man hätte tun können. Ich hätte vielleicht versucht, auf der linken Seite den Nebel noch ein bisschen, dem noch ein bisschen mehr Struktur zu verpassen, dass das noch ein bisschen mehr Drama hat. Aber ansonsten, sowas sieht man ja nicht normalerweise. Struktur verpassen im Sinne von irgendwie Kontrast draufwerfen. In der Nachbearbeitung ein bisschen bisschen runterziehen von der Helligkeit. Das ist so ein bisschen am Überstrahlen schon fast. Und dann hast du automatisch halt mehr von dieser Wolkenstruktur. Aber ist das eigentlich ein Fluggerät, mit dem das aufgenommen ist? Ja, das weiß ich nicht. Das könnte auch von einem Turm sein oder von einem Schloss, von einer Burg oder sowas. Ja. Steht auch nicht viel Show Exif, da steht halt, dass es ein JPEG ist. Nun ja, aber das anbrandende Nebelmeer an einem sonnigen Tag im November. Findest du, dass das krumm ist? Ja, es ist, lehnt so ein bisschen nach links runter. Ja. So gefühlt. Okay, das kannst du nicht genau sagen, weil, um das wirklich genau sagen zu können, bräuchtest du entweder ein Gebäude, damit du die senkrechten Linien siehst, also die vertikalen, oder du bräuchtest einen ordentlichen Horizont in Form von einem Meer oder sowas. Wenn da Berge sind, dann ist es schon nicht mehr ganz klar. Ja, aber trotzdem hat man ja das Gefühl, obwohl jetzt ist die Frage, wer hat es gemacht? PK210? Das ist Gefühl in dem Fall. Aber ich würde auch sagen, ich würde es wahrscheinlich in dem Kontext tatsächlich nach Gefühl gerade richten, dass sich es richtig anfühlt, egal ob es faktisch richtig ist oder nicht. In dem Moment, aber wo es richtig anfühlt. Fühlt sich richtig an? Ja, es hängt ein bisschen links, das stimmt schon. Jetzt ist die Frage, was passieren würde, wenn man es ein bisschen nach rechts hängen würde, ob es dann nicht woanders stören würde. Gib doch mal deinen Laptop so ein bisschen. Ja. Es geht schlecht. Au! Jetzt ist es kaputt. Aber das ist cool. Das zweite Bild. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich finde so, solche Standpunkte einzunehmen zum Fotografieren, finde ich halt immer so krass. Und das ist so dieses, ich bin halt ein so faules Schwein. Ja. Ich würde da überhaupt nicht hochlatschen wollen. Aber gerade das macht oft die Fotografie aus. Du wirst dann genau mit sowas belohnt, ne? Na, hochlatschen, ich würde mal sagen, der Peter, der es geschossen hat, hat vielleicht auch einfach seine Drohne da hochgeschickt. Genau, der faule Hund. Ja, eben, mit Fernbedienung und so. Aber das ist natürlich, also die Perspektive oder dein Standpunkt, von dem du fotografierst, der bestimmt halt ganz oft, ob ein Bild spannend ist oder nicht, ob es interessant ist. Und gerade diese Perspektive, die siehst du halt aus dem Flugzeug, von der Drohne, aber nicht aus Augenhöhe. Und deshalb ist es auch oft, wenn man seine Bilder ein bisschen spannender machen will, dann ist vielleicht dann wäre es vielleicht hilfreich, mal zu versuchen, das nicht aus Augenhöhe zu schießen, sondern mal von weiter unten, von weiter oben, aus ungewohnten Perspektiven. So, nächstes. Jetzt bin ich gespannt, ob du das Thema erkennst. Mal gucken. Ah, The Fog. Ah! Von Nina. Das war jetzt schwierig, oder? Geht es um Füße, Nebel? Beine. Na, was Nebel sehen wir? Wir sehen ein monochromes Foto von einem schwarzen Raum, in dem stehen rechts zwei Menschen, von denen sieht man gerade noch in der Silhouette die Beine. Und dann ist der Fußboden so komisch verraucht. Na, der ist in einer Weise beleuchtet, als würde unter einer Tür, also so unterm Türschlitz, viel Licht durchfallen. Ich sag dir, was das ist. Das siehst du an diesen scharf geschnittenen Rauchschwaden links vorne. Das ist ein Laser. Das ist eine Lasershow. Da fährt quasi parallel über den Boden waagerecht ein Laser. Und der erleuchtet eben von diesem Nebel nur eine Scheibe, sozusagen. Und der Raum selber ist Disco oder sonst was, ist halt irgendwie ein bisschen eingequalmt und hat mich sofort irgendwie gegriffen, das Bild. Also Nina in diesem Fall, The Fog. Ja, und das ist halt so reduziert und interessant und man kann so ein bisschen raten, was ist es denn? Und sieht auf den ersten Blick halt auch so aus, als wäre das ein Blick von oben auf die Erde, weißt du, so aus der ISS raus, so eine Wolkenformation über den Planeten. Ich sag dir, wo das herkommt. Das kommt auch daher, dass du ja, wenn du so Bilder von oben, von der Erde siehst, dann siehst du eben auch diese dünne Scheibe
Atmosphäre, die wir haben. Ja, genau. Und das macht das, das simuliert dieser Laser ja quasi auch so ein bisschen, indem er auch nur so eine Scheibe beleuchtet. Ja. Oh Gott, die Erde ist eine Scheibe. Ich habe Scheibe gesagt. Nichts wie mehr. Den Erdkreis, Erdkreis, Kugel, 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 Erdkreis, Kugel, Kugel, Kugel. Ich würde gerne, ich sitze leider in einem sehr hellen Raum. Ja, man, aber es ist auch nicht mehr zu sehen. Also der Rest ist einfach nur schwarz. Ja, aber die Wirkung ist, glaube ich, wenn du einen etwas abgedunkelteren Raum hast, könnte die Wirkung noch ein bisschen besser sein, weil das ja auf dem Bildschirm selbst leuchtend ist. An der Wand wirkt das bestimmt auch in einem hellen Raum gut. Also aber das wäre auch was, was ich mir an die Wand hängen würde, weil es so irritiert. Ja, das tut's, ne? Das ist so. Ja. So das macht was. So ein Mehrfach-Hingucker. Genau, ich finde nichts unangenehmer als Dinge, die an der Wand hängen, wo du denkst, ja, da hängt halt was. Was ich dann auch schön finde, was natürlich passiert, wenn so ein Laser so durch den Raum schneidet, so eine Ebene da oder so eine Fläche daraus schneidet, dass dann die Schatten, die diese Beine werfen, vor allem die von der linken Person, dann eben auch so hart nach hinten mitschneiden quasi. Ja. Tja. Hättest du diese links, diese hellen Kanten, diese, ne? Hättest du die wegretuschiert? Nö, da sind rechts ja auch welche. Das ist halt da, wo das Ding an die Wand klatscht, okay. Würde ich behaupten. Stimmt, weil da rechts welche sind, dürfen links welche sein. Ne? Das ja. macht der ja, Kontext. Ja. Finde ich völlig okay. Okay. Ja, und das letzte Bild von... Warte. Ich bin gespannt. Ob du jetzt... Nebel! Jetzt, das von J.O.P. Amalberger. Hier kommt es. Ist das schön? Boah. Ist geil, oder? Ist ein tolles Bild. Das ist ja, das sieht ja aus wie gemalt. Alter, das ist doch. Das also, doch, was sehen wir? Wir sehen auch wieder ein relativ monochromes Bild. Braun-gelb, so im Wesentlichen. Also im Vordergrund, oder man schaut von oben auf irgendwie Bäume und ein Dorf und sowas. Das allerdings alles so im Nebel verschwindet, nur die Spitzen davon gucken raus und gleichzeitig kommt von weit hinten die Sonne ganz flach drüber und wirft dann quasi so von den Baumspitzen und ein paar Gebäuden so ganz flache Schatten in diesen Nebel, die dann zu uns herzeigen. Und im Vordergrund steht eine Frau, eine Silhouette einer Frau, die da runterschaut, ein Buch hält. Und man sieht auf ihrem Arm auch noch so das Licht von dieser Sonne abprallen. Das sieht wirklich aus wie aus einem Computerspiel, also wie... Das sieht zu künstlich aus, aber es ist echt. Ich gehe davon aus, dass das echt ist. Also wenn wir hier mal EXIF-Daten, ne, EXIF-Daten sind hier nicht zu finden. Wir gucken mal in die Kommentare zum Bild. Es ist eine Statue. Da klärt sich, das ist eine Statue aus Unterfranken. In Unterfranken steht Hammelburg. Das Ding steht da in Hammelburg oder bei Hammelburg. Das heißt, da steht jemand und fotografiert genau in diesen, ist das ein Sonnenaufgang oder Untergang, ne? Irre. Auf- oder Untergang, weiß ich nicht. Das sieht halt, ich finde, das... Also das, Nebel, das halt Nebel die ist wahrscheinlich eher so ein Aufgang, ne? Weil morgens dann der stimmt, Nebel vielleicht noch eher da steht. Und das hat halt insgesamt sowas Mad Max-ig, Endzeitiges. Hinten so irgendwie, das sieht aus wie eine Ansiedlung, wie eine Stadt irgendwie, aber es könnte halt auch eine Industriestruktur sein. Ja. Dann hast du dominant im Bild diesen Nebel, der ja durch die Sonne. Wobei das Mad Max, das assoziierst du doch nur, weil die Farbe so ein bisschen an Wüstensand erinnert, oder? Ja, klar. Also, aber ja. Alles halt, ne? Also, du hast halt dieses Wüstensandige, du hast diese Industriestruktur, du hast so eine einzelne Person, die da so hinguckt, der du sofort irgendeine Sehnsucht unterstellst nach einer besseren Welt oder sowas, weißt du? Also, es ist so, was du das hast, Bild du in meinem Kopf gerade macht. Du hast viel Quiet Earth geguckt. Ganz eindeutig. Ich habe so viel Mad Max geguckt. Ganz und diese eindeutig. Statue ist Candelini und Candelini will seine Hand wieder haben. Ah, okay. Naja, also dass da im Vordergrund, nicht im Vordergrund, im Mittelgrund, dass der Nebel so braun, rot-golden ist, ist natürlich das warme Sonnenaufgangslicht, ne? Dass das färbt. Ja, klar. Ja. Aber es ist eine Reduktion in vielerlei Hinsicht und das mag ich einfach. Also die Struktur ist interessant. Du hast allerdings wirklich nur so quasi zwei, ja, vielleicht drei interessante Elemente. Also einmal die Silhouette vorne, dann die Bäume und dann das Dorf oder was da ist.
Und du hast halt eine extrem reduzierte Farbpalette. Also auch dieses Monochrome von dem letzten Bild mit dem Laser, das finden wir hier auch wieder. Das ist halt fast monochrom. Also du hast rechts oben in den Wolken noch ein bisschen was Kühleres, aber ansonsten alles nur so warm durch die Sonne. Und das reduziert das Bild einfach so, macht's erschließbarer, würde ich sagen. Wieder. Ich habe einfach mal kurz schnell Amalberger Berger gegoogelt und sehe einfach nur auf infranken.de. Ich verlinke das dann. Nur den Anreißer von diesem Artikel. Das unerwartete Auftauchen der Frauenfigur auf dem Fels am Hammelberg sorgt für viel Aufsehen. Nicht nur die Hammelburger sind dem Mysterium auf der Spur. What? Ach, die ist einfach, das heißt, da. Irgendjemand hat das Ding dahingestellt. Interessant. Oder was? Der Künstler bleibt weiterhin unbekannt. Das erste Mal entdeckten Spaziergänger um Ostern 2000 herum eine Figur am Hammelberg. Sie wurde bald Amalberger genannt. Tja. 2013 war sie plötzlich weg. Ist ja krass. Abgefahren. Das ist ja mal eine spannende Geschichte. Ja, Shownotes. Ja, gut. Damit beenden wir den Bilderteil und den Videoteil. Der Rest auf vrint.de. Ja. Wir verlinken in den Shownotes, im Videoteil unten das, dann die Sendung. Wir verlinken in den Shownotes den Videoteil der Sendung. In beide Richtungen, aber ich verlinke auf dem Videoteil dann auch die Sendung, damit die Leute den Rest hören können. Weil jetzt kommen nämlich die Fragen. Genau. Klickt einfach alle Links. So. Genau, das sowieso. Auch hier, Subscribe und alles, wie man das halt bei Flickr, bei YouTube so macht. Und jetzt kommen die Fragen. Genau, lasst einen Like da. Ne? Entschuldigung. Schön. Jetzt Luft holen. Ah, herrlich. So viel Spaß für die paar Mark, du. Also, tschüss Video. Wir machen jetzt Audio weiter. So. Ich drücke auch hier auf Stopp. Wir kommen zu-